Willkommen, meine Damen und Herren, bei Niederösterreich heute. Seit Wochen und Monaten heißt es mit 10. In der Nacht auf heute sind Bankomat Nummer 16 und Nummer 17 gestohlen worden. Wie so oft im Weinviertel und doch mit einem neuen Aspekt. In Neudorf bei Staats ist der Geldautomat zum zweiten Mal gestohlen worden. Bereits Ende September haben bisher unbekannte Einbrecher dort zugeschlagen. Die Diebstähle von Bankomaten gehen weiter und seit heute haben sie eine neue Facette. Wie der ORF Niederösterreich exklusiv erfahren hat, ist in derselben Filiale einer Bank der Bankomat zum zweiten Mal gestohlen worden. In Neudorf bei Staats im Bezirk Mistelbach haben die unbekannten Täter in der Nacht den Automaten einer ersten Bankfiliale mitgenommen, ebenso wie am 29. September. Bei dem anschließenden zweiten Raubzug sind sie aber gestört worden und geflüchtet. Nach außen hin ist fast nichts zu bemerken vom nächtlichen Raubzug in dieser Filiale, erst wenn man genauer hinschaut. Obwohl der neue Bankomat nach dem Diebstahl im September besser verankert war, haben die Diebe nur wenige Minuten benötigt, um ihn abzumontieren und damit die Flucht, wahrscheinlich über die nahe Grenze nach Tschechien, zu ergreifen. Anschließend sind sie zurückgekommen und haben im nahen Neurupersdorf ebenfalls in eine Filiale der Erste Bank eingebrochen. Dort sind sie aber gestört worden, als sie eben dabei waren, den Bankomaten in das Fluchtauto zu hieven. Sie haben unerkannt die Flucht ergriffen. Das Auto, in Italien als gestohlen gemeldet, ist samt Bankomat vor der Filiale stehen geblieben. Es handelt sich allein in Niederösterreich um den 17. derartigen Fall im heurigen Jahr. Die Polizei spricht von Puzzleteilchen, die man jetzt zusammensetzen muss. Und obwohl man grenzübergreifend zusammenarbeitet, hat sich bis jetzt noch kein vollständiges Bild ergeben. Eines allerdings ist klar, die Bande oder die Banden, die hier unterwegs sind, sind international vernetzt und sie sind Vollprofis. Und wer doch einmal Bargeld braucht, der steckt seine Karte einfach in den Bankomaten, sofern der noch dort steht, wo man es gewohnt ist. Bankomaten sind in den letzten Monaten nämlich begehrte Beute geworden. Heute Nacht wurde der 11. Bankomat in diesem Jahr gestohlen. Insgesamt gab es schon 20 Versuche, die meisten in Niederösterreich. So sieht es aus, wenn ein Coup erfolgreich ist. Die Bankomaten werden entweder gesprengt, wie hier im Brunn am Gebirge, aufgeschnitten oder gleich als Ganzes gestohlen, wie heute Nacht in Neudorf bei Staats. Dort ist der Bankomat schon einmal vor 6 Wochen aus der Verankerung gerissen worden, heute Nacht wieder. Und weil es offenbar so gut funktioniert hat, versuchen es dieselben Diebe gleich noch einmal im Nachbarort. Wegen einer Panne müssen sie allerdings den bereits aus seiner Verankerung gerissenen Bankomat und das gestohlene Fluchtauto zurücklassen. Insgesamt 11-mal sind Bankomaträuber bisher erfolgreich, 9-mal bleibt es bei einem Versuch. Die Polizei vermutet hinter der Diebstahlserie mehrere Gruppen aus Polen oder Tschechien. Genaue Anhaltspunkte hat sie bisher nicht.